darauf, helfen zu können. Ein Blick nach vorn, darum geht es in Michael Brills Benefit Song. Und im Refrain auf Englisch folgt die Botschaft. All together, hand in hand. This is our dream and our land. We're standing here and we're so strong. Alle zusammen, Hand in Hand. Das ist unser Traum, unser Land. Wir stehen hier stark, dies ist unser hoffnungsvolles Lied. Es ist Michael Brills Traum, 50.000 Euro für ein Hilfsprojekt zu sammeln. Nicht das erste Mal, dass er mit Musik helfen will. Ein Faible für soziale Projekte hatte er schon immer. Ja, mir ist es bei den Benefizprojekten dann auch wichtig, anderen Menschen zu helfen. Ich bin sehr dankbar für das, was ich habe und sehe auch, weil ich auch viel mit Leuten zu tun habe in der Schule, sehe auch, dass es da einfach Familien und Menschen gibt, die leider nicht so viel haben. Und ja, den Gedanken finde ich einfach toll, mit der Musik was zu erreichen, mit der Musik was zu bewegen und deswegen auch diese Benefizprojekte. Benefizprojekte, bei denen er als Grundschullehrer bevorzugt an Schüler denkt, die es nicht so leicht haben wie seine Schützlinge. Da mache ich das gemeinsam mit dieser Stiftung Fly and Help. Und die haben jetzt schon dieses Jahr die 500. Schule aufgebaut. Und das ist besonders, weil ich ja auch als Lehrer tätig bin, so ein Ziel oder so eine Idee dann auch dort zu helfen. Da soll eine Schule aufgebaut werden. Und der Chor, der dann jetzt gegründet wird, ist so dieser Startpunkt. Also, dass man wirklich diesen Song hat und darüber hinaus sich dann die Botschaft weiterträgt, dass wir alle zusammen helfen können, dass wir versuchen wollen, dass es auf der Welt vielleicht auch Bildungsgerechtigkeit mehr gibt, dass alle Kinder auf dieser Welt zur Schule gehen können und ich will da auch meinen Beitrag mit diesem Chor leisten. Die Idee, einen virtuellen Chor ins Leben zu rufen, hatte er schon vor längerer Zeit und sie sogar umgesetzt. Nachdem er nach einem Umzug nach Koblenz seinen alten Chor als Chorleiter ohnehin nicht mehr betreuen konnte und dann auch noch die Pandemie dazu kam. Ich hatte den neuen Chor neu übernommen und wollte unbedingt was für die Sängerinnen und Sänger anbieten und habe dann überlegt, kreative neue Wege zu gehen und habe dann zu der Weihnachtszeit letztes Jahr einen virtuellen Weihnachtschor angeboten und da haben sich innerhalb kürzester Zeit 60 Sängerinnen und Sänger gefunden, nicht nur aus der Region hier, sondern ja aus ganz Deutschland, also vom Norden bis Süden waren alle dabei und haben dann dieses Weihnachtslied gemeinsam gesungen, diese Botschaft vermittelt und ja, das war dann schon so eine große Sache, weil man einfach verschiedene Sängerinnen und Sänger da verbinden kann und jeder zu Hause das singen kann und das ist schon was ganz Tolles und freue ich mich auch, dass ich dieses Jahr auch wieder das anbieten kann. Noten und Beispielvideos für Sopran, Alt, Tenor und Bass hat Michael Brill auf seiner Internetseite zusammengestellt. Auf michaelbrill.de kann jeder sie runterladen und sich beteiligen. Noch sind ein paar Tage Zeit mitzumachen. Bis zum 22. Oktober müssen alle Aufnahmen beim virtuellen Chorleiter sein. Dann geht es in den Schnitt und auf alle bekannten Musikplattformen, um hoffentlich viele Hörerinnen und Hörer zu erreichen. This is our hopeful song. All together.